Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Mein Fraktionskollege Fabian Jakobi hat vorgestern gesagt, dass er auch deshalb in die Politik gegangen ist, weil die anderen Parteien die Bürger regelmäßig für dumm verkaufen und auch für dumm halten würden. Und er hat auch gesagt, dass die Bürger eben genau das nicht sind. Und als ich das so hörte, musste ich unweigerlich an den Beratungsverlauf für diesen Verteidigungsetat und an die Debatte zum Sondervermögen denken. Denn alle anderen Parteien, die hier im Hause sitzen, tun auf die eine oder andere Weise genau das. Sie verkaufen die Menschen für dumm. Da haben wir zum einen eine Regierung aus SPD, Grünen, FDP, eine linke Regierung, die selbst kräftig dabei mitgeholfen hat, die Bundeswehr so rettungslos kaputt zu sparen, dass sie jetzt in einem so schlechten Zustand ist, dass man um die Verteidigungsfähigkeit in diesem Land ernsthaft besorgt sein muss. Genau diese linke Regierung wäscht jetzt ihre Hände in Unschuld und schwingt sich nun zum Retter der Bundeswehr auf. Wir haben es gerade von der Verteidigungsministerin gehört. Aber eigentlich hat sie noch nicht mal den blassesten Schimmer, wie sie mit diesem Scherbenhaufen umgehen soll. Die FDP müsste eigentlich aus haushalterischen Gründen hier schon im Dreieck springen. Aber was interessiert die Minister das liberalala Geschwätz von gestern? Die Union wird nicht müde zu betonen, dass sie ja schon immer für die Bundeswehr war und dass nur die SPD schuld daran ist, dass unsere Truppe nicht besser ausgestattet wurde. Dazu muss man aber einfach mal festhalten, dass die deutsche Regierungschefin 16 Jahre lang Angela Merkel hieß und dass auch das Verteidigungsministerium 16 Jahre lang in den Händen der Union war. 16 Jahre, in denen sie die Missstände in der Bundeswehr bestenfalls verwaltet und nichts gegen den fortschreitenden Verfall unserer Streitkräfte unternommen haben. Ja, es gab seit 2014 Etaterhöhung. Aber was ist eigentlich mit diesem Geld passiert? Da fallen einem dann leider nur diverse Beschaffungsskandale und Berateraffären ein. Und für diesen Mist haben Sie Frau von der Leyen dann auch noch zur Präsidentin der Europäischen Kommission befördert. Dann haben wir auch natürlich die alles entscheidende Ausrede für alles und jeden: Der Russe ist schuld. Früher war alles Friede, Freude, Eierkuchen und es brauchte doch gar keine Armee mehr. Und überhaupt konnte man doch die Wahrnehmung der eigenen Sicherheitsinteressen gepflegt den Amerikanern aufbürden. Das 2-Prozent-Ziel hat hier niemanden interessiert. Im Gegenteil, man war noch empört, als Ex-Präsident Trump forderte, Deutschland möge doch endlich mal seine Bündnisverpflichtungen erfüllen. Und das führt uns jetzt direkt zu dem Elefanten hier im Raum, den keiner hier benennen will. Sie alle haben hier dabei mitgemacht, dass die Bundeswehr so heruntergewirtschaftet wurde, dass man den entstandenen Schaden nur noch mit der Aufnahme massiver Schulden oder durch harte Einschnitte im Gesamthaushalt beheben kann. Wenn man das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts nicht aufgeben und dabei die Sicherheitsinteressen Deutschlands nicht preisgeben will, dann geht das nur über radikale Kürzungen in sämtlichen anderen Etats. Und das ist die fürchterliche Wahrheit, vor der wir hier alle stehen. Das ist die riesige Hypothek, die Sie allen Bürgern dieses Landes durch Ihre Verantwortungslosigkeit und Ihre laxe Haushaltspolitik in der Vergangenheit aufgebürdet haben. Ich habe Frau Ministerin Lambrecht in den Beratungen gefragt, was wir denn machen, wenn das 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufgebraucht ist. Sie hat geantwortet, dass es natürlich eine Möglichkeit wäre, ein neues Sondervermögen aufzulegen, aber dass sie selbstverständlich das nicht möchte. Schon klar, ich glaube Ihnen kein Wort. Ein souveränes Land muss sich verteidigen können. Daran führt kein Weg vorbei. Und das haben wir hier auch immer wieder gesagt. Aber mit Ihrer Haushaltspolitik laufen wir auf eine dauerhafte Finanzierung unserer Parlamentsarmee aus Schulden zu, allen gegenteiligen Bekundungen zum Trotz. Natürlich könnte man das noch verhindern, aber alle anderen Fraktionen haben in den Haushaltsberatungen deutlich gemacht, dass sie zu dem dafür erforderlichen Sparkurs nicht bereit sind. Wenn Sie diesen Weg also gehen, dann sollten Sie wenigstens so ehrlich sein und den Bürgern darüber die Wahrheit sagen. Denn das haben die Bürger nicht nur verdient, darauf haben sie auch ein Recht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.